Moin Moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir in der letzten Folge ja dafür gesorgt, dass wir jetzt auch Wasser aus, beziehungsweise Nutzwasser aus Seewasser, Meerwasser, etc. Produzieren können. Und das wollen wir uns jetzt erst einmal anschauen, beziehungsweise möchte ich mir jetzt erstmal anschauen. Denn das, möchte ich meinen, habe ich irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Seewasser ist da. Die Rohrleitungen sind voll. Salzwasser fließt ab. Kein Problem. Produktion ist auch sehr schnell in 10 Sekunden. Schon krass. Okay, darüber sehen wir mal kurz hinweg. Führt rein. Führt hier rein. Hier gibt es noch einen wilden Verteiler, der kommt aber von den Regenwassersammlern. Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, können wir die Regensammler abreißen, diesen Platz sinnvoller nutzen und einfach alles über das Seewasser versorgen? Es gibt sicherlich keine Produktionshub, wo ich jetzt mal nachschauen kann, oder? Doch, gibt's. Aktuell produzieren wir mehr, als wir brauchen. Gut, ist auch schwer zu sagen. Ne? Das geht ja auch alles ins Lager. Was fließt hier noch raus? Hier kommt auch was rum. Ah ja, dieses Lager wird auch befüllt. Aber hier ist doch eine Rohrleitung falsch. Hier ist doch was falsch rum. Ah, nein. Schau mal hier. Im Grunde testen wir jetzt mal was. Wenn diese Leitung hier umdrehen. Zack. Die Teile hier abklemmen, weil das Grundwasser wird sowieso hier ziemlich angelutscht. Finde ich gar nicht gut. Dann machen wir wieder ein bisschen Fehlerbeseitigung hier. Die schalten wir mal erstmal ab. Und beobachten wir vielleicht. Mit ein wenig Glück können wir auch hier speisen, na, das passiert ja bereits. Dann können wir auch hier die Grundwasserpumpen mal deaktivieren. Ich meine, wir sparen ja dadurch auch einen Schwung Strom, ne? Müssen wir mal beobachten. Die lassen wir mal abgeschaltet. Unsere Ersatzstromproduktion läuft auch gut. Das kann man natürlich noch einstellen. Das wäre dann Priorität wo alles? Ah, falsch, falsch. Falsch, falsch, hier. Das setzen wir auf Priorität 2. Zack. Das hier. Ich hätte auch alle gleichzeitig anwählen können, ne? Irgendwie. Egal. Das bleibt auf 1. Völlig richtig. Diese Produktion hier auf Platz 3. Wenn das jetzt die Art und Weise der Priorität ist, wie ich mir das denke, zumindest. Prüfen. Priorität bei den Stromerzeugern. Warte mal. War eine erzeugt ein Generator mit höherer Priorität? Geringe Zahl?
Jetzt müssten die anderen ja hier Vollgas laufen. Die würden auf Vollgas laufen, aber... Kommt nicht hinterher. Okay. Könnte auch daran liegen. Aber das ist ja hier fast zeitgleiche Produktion. Müssen wir mal prüfen. So. Mehr rein, mehr gut. Na gut, ne? Das kann auch nicht ganz so hinhauen. Das muss man ehrlich sein. Wir brauchen zwei hiervon, die wirklich Weizen in Tierfutter wandeln. Wir müssen aber wiederum darauf achten, dass der Ertrag hier hoch bleibt, wohlbemerkt. Ja, es ist ja, es ist eine Notproduktion, ist richtig, entlastet Diesel nur kurz, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das kriegen wir mit Sicherheit nochmal anders gebacken. Gut. Hier wird produziert, das funktioniert alles, Schwefel wird produziert. Passt, passt, passt. So, warum ist hier kein Druck? Schon wieder. Ich würde sagen, am Wasser kann es nicht liegen, hört auf zu spinnen. Das ist die Kohle. Alle Fahrzeuge stehen still. Wieso? Schlürfen die Generatoren echt alles weg? Geht da gar nicht. Das geht gar nicht. Dafür haben wir die Notversorgung gebaut, ja. Ich weiß, die Notversorgung haut nicht hin, reicht nicht. Das ist schlecht. Wir brauchen Alternativen. Aus 12 Holz wird 5 Kohle. Ich kann aber auch Hackschnitzel schreddern. Verbrauche 8 Holz für Hackschnitzel. Das könnte man einsparen. Wir müssen jetzt irgendwie irgendwas gegen die Kohle erledigen. Das funktioniert so nicht. Da müssen wir was machen. Ja, wir können. Ich weiß, ich habe das Bergwerk abgerissen, beziehungsweise gestoppt gehabt. Schon richtig. Völlig richtig, das werden wir wieder in Gang bringen. Müssen wir wieder in Gang bringen. Weil anders wird es erstmal nicht laufen. 7 hatten wir hier drin, weiß ich noch. Bis 30. Wir sind noch nicht so weit. Sagen zu können, yo, wir verzichten drauf. Aber wir haben Ansätze. Oh. Lassen wir erstmal so der Vollständigkeit halber. Okay, dann müssen wir halt baggern, dann müssen wir halt Kohle fördern. Ich werde jetzt als allererstes nochmal kurz einen kleinen Handel machen, um an Treibstoff ranzukommen. Für die letzte Kohle, die wir haben. So. Dann kann nochmal aufgetankt werden. Und danach geht's weiter. Ja, das funktioniert nicht. Ihr merkt, ich suche nach einer gängigen Alternative, um das hinzukriegen. Und muss auch sehen, es ist gar nicht so easy. Es fehlt auch ein bisschen an Platz.
Es sei denn, naja gut, hier wäre auch nochmal Raum für Baumschule und sowas. Aber es konnte jetzt nicht gearbeitet werden. Der Treibstoff war halt zu schnell weg. Viel zu schnell. Boot kann auch wieder los. Glück haben wir noch Reserven drin. Abgepumpt kann gerade nicht werden. Auch ebenfalls durch fehlenden Strom. Das ist blöd. Das Problem haben wir zeitnah wieder gelöst. Die Laster sind gleich voll. Holen sich hier einen Sprit. Dann geht es auch wieder zur Sache. Alles kein Ding. Aber das hier nervt mich wirklich. Du gehörst teils zur Stromversorgung. Stromversorgung Teil 3. Du bekommst also dementsprechend auch eine höhere Priorität. Aber wenn gar kein Strom geht, dann geht halt gar kein Strom. Da kommen wir nicht drum herum. Ich will den Diesel nicht für Strom verbrennen, das ist nämlich zu schade. Eigentlich. Andererseits haben wir auch keine anderen Möglichkeiten. Hier was geswitcht, sag mal. Öl. Gas. Ne, haut alles hin. So, wenn wir uns kümmern. Hier nochmal was zu bauen. So. Schon mal platzieren, wann es gebaut wird, ist mir eigentlich relativ. Aber Hauptsache, es ist schon mal da. Jetzt brauchen wir die Ölleitung. Schwierig. Müssen wir hier dran vorbeiführen ein bisschen. Ja, man kann Leitungen durch Gerüste durchführen. Dann werden halt die Querbalken welche gemacht. Und dann ist es gut, gut. Okay. Wir sind wieder ein bisschen auf Höhe hier. Kriegen wir hin. Also zum Dampfverteiler. Dampf wird auch hier gespeist. Auch mal verbessern. Fällt mir nicht. Das ist die Dampfleitung. Ziehen wir hier lang. Einmal runter. Die Säure wird abgeführt. Ich denke mal, da reicht ein kleiner Schnüffel hier. Können wir das so machen? Meine Mal, es werden ja sicherlich noch andere Verbindungen mit einsteigen. Klemmen wir mal erstmal zusammen. So viel Säureproduktion haben wir ja nicht. Das fließt fix ab. Das hätten wir. Hier haben wir eine Verbindung. Wichtig. Na, hat gut funktioniert. Wenn man es nicht angewählt kriegt in den ganzen Befehls-Overlays hier, ne, ist ja auch sportlich alles. So, jetzt haben wir es. Abfallstoff. Woll. Immer noch ein Abfallstoff. Und Sprit. Boom. Ah, das Wichtigste nahezu vergessen. Dampf.
Ohne Dampf wird ihr natürlich nichts. So, und dann haben wir das fertig. Das kann dann gebaut werden. Nebenbei, Kohle ist da. Unser Schiff ist in einem Fight, habe ich gerade gehört. Oh, sieht dünner aus. Aber ich klidiere jetzt mal auf Panzerung. In der Zeit mal ein Käffchen. Mach doch erst einen weg. Jawohl. Sehr schön. Gewonnen. Ihr habt ein bisschen Kupfer, ein bisschen Yumi. Und er muss wieder zurück, weil, ganz klar, wir haben einfach kein Sprit in unserem, kein Diesel, kein Treibstoff in unserem Boot. Ist ein bisschen mager geworden. Hier wird gearbeitet, hier auch in der Kohle wird ordentlich vor sich hingeschifft. Super. So, und ich war immer noch in der Rechnung. 12 Holz für 5 Kohle. Wir brauchen 5 Kohle. Hackschnitzel. Würden wir quasi nur 2 Drittel verbrauchen. 2 Drittel, das ist nicht viel mehr. Aber für Hackschnitzel brauchen wir Strom. Wohlbemerkt. Wie viel Strom? Lohnt es sich? Natürlich lohnt es sich. Blöde Frage. Schredder. Es geht auch schnell. Viel schneller. Viel schneller. Doppelt so schnell, um genau zu sein. Haben wir die gleiche Füllung. Ja doch, das geht viel schneller. Machen wir so. Und einmal Abgas weniger. Auch nicht schlecht. Ich versuche jetzt hier alle Vorteile mal mir vor Augen zu halten. So. Na du? Da ist was falsch gelaufen. Komm weg. Wir machen es anders. Wir steigen um hier auf Hackschnitzel. Hackschnitzel oder wie man die Scheiße auch immer heißt, nennt. Das nochmal. Nicht, dass ich Blödsinn erziele. So, ja. Holzhackschnitzel. Sehr gut, sehr gut. Das hier funktioniert alles. Soweit ich das beurteilen kann, holen wir mal lieber noch einen Schredder mit rein hier. Vollernte. Wir wollen eigentlich auch die vernünftigen Vollernte haben, ganz klar. Aber auch dafür brauchen wir immer noch Glas und wir. Ich sehe noch keine Glasverarbeitung. Oder ich habe es übersehen. Na, bei dem Gewirr kann man schon mal was übersehen, ne? Da müssen wir alle durch. Da geht's los. Dafür brauchen wir das allererste Mal Glas. Entsalzung. Energieerzeugung. Wo zur Hölle ist Glas? Glas kann doch nicht so weit entfernt sein. Das ist doch schon. Das muss doch vor Plastik sein. Bin doch mal ehrlich. Geht im Grunde nur darum, um Sand zu schmelzen. Oh Gott, das klingt sehr vereinfacht, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ehrung. Hühnerfarm. Kann niemals hier hinten kommen. Ich hab's übersehen. Ich muss es eiskalt übersehen haben. Gehen wir mal weiter nach vorne. Wir können Gummi produzieren. Wir können Strom aus Dampf produzieren. Wir können Stahl produzieren. Weizenanbau ist gesichert. Papier ist kein Problem. Steht auch da. Mal schöne Symbolik. Aber denkst du, ich sehe hier Glas? Was sagt denn hier unser Hochofen dazu? Steht auch kein Glas drin. Schmelze, Glas.
Das ist die Glashütte, genau. Wäre cool, wenn man jetzt hier klickt und das in den Forschungen angezeigt wird, aber der Gefallen wird uns leider nicht getan. Es sind zwei Gebäude. Glasherstellung. Guck mal, da haben wir's. Löschen. Alles wird gelöscht. Wir rushen jetzt quasi die Glasherstellung. Und da wir jetzt auch wieder Arbeiter haben, können wir uns erlauben, die Forschung wieder in Gang zu setzen. Los geht's. Was ist das Problem? Die sind zu weit fortgeschritten. Zu weit fortgeschritten heißt, ich brauche die Hjelme. Und dafür brauchen wir erstmal Papier. Ey, es ist unglaublich, ne? Ich werde welche. Da bist du verrückt. Papier auch noch. Papier, Papier, Papier. Muss man da nicht einen Brei mischen? Weiß es nicht. Aber die Papierherstellung haben wir doch noch gar nicht. Doch, da haben wir es. Presse- und Chemielabor. Die Chemieanlage, da haben wir es doch. Durch Kalk und Dampf entsteht Papier. Kalk, Dampfdruck. Kalk haben wir hier in dem Bereich. Gerade nicht produziert. Kalk, Dampf. Und hier können wir Wasser beziehen. Oder? Nee, kann man nicht. Sieht dünn aus. Ich hatte ja alle Bohrer mal Brunnen mal abgeschalten gehabt. Holen wir mal die wieder rein. Er ist wieder eine kleine Schaufolge, ne? Willst du machen? Okay. Können wir theoretisch aber auch hier machen, wenn wir dann genug Dampf haben. Aber wir brauchen jetzt erstmal die nötigen Hackschnitzel hier. 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen mindestens 3 Schredder. Moment, ja, mindestens 3 Schredder. Kann man auch sehr kompakt bauen, ne? Kann noch was ändern? Nichts Signifikantes. Mit der eine Block macht den Koloni fett, ne? So. Flachband. Auch gar kein Hexenwerk. So. So. U-förmig raus. So kann es aussehen. Bleibt jetzt so lange auf Kohle wie nötig. Wir haben ja noch Laster, die immer schön Kohle anschleppen. Soll aber definitiv nicht die Norm bleiben. Und dass ich hier immer noch keine Ablage gebaut habe. Bleibt immer noch alles auf manuell. Was könnt ihr noch machen? Er könnte das, aber wollen wir nicht. Ihr sollt alle hier Holz zerschreddern. Kohle kommen weg.
Hier wird nichts mehr angeliefert. Finger weg. Hol raus? Nee. Nur noch Hackschnitzel. Sehr gut. Da haben wir den Umschwung genau abgepasst. Müssen wir hoffen, dass die Kohle hier verarbeitet wird komplett. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Die Gerätschaft oben arbeiten nicht mit Schnitzel. Das habe ich gerade verpeilt. Das habe ich verpeilt. So. Aber das ist kein Problem. Da hier sowieso nur durch Anlieferung, also mit Hilfe von Lieferung gearbeitet wird. Können wir uns dieses Fließband nahezu sparen? Bis hier erstmal. Erstmal sparen. Du liefert das erstmal bis durch. Ist ja sonst Quatsch. Müssen wir uns jetzt noch anschauen und hoffen, dass es funktioniert. Wir schalten um. So, auch hier drinnen werden jetzt Hackschnitzel aufgenommen. Wenn ich sie besser sehen würde, verzögert immer noch das Wasser. Und das tatsächlich recht deutlich. Wir kommen nicht hinterher, ey. Das ist echt bescheiden. Das nervt mich, es stagniert gerade. Liegt einfach nur am Treibstoff und das ist wirklich mega nervig. Das frisst zu viel. Unsere Dieselgeneratoren fressen uns quasi auf. Hier hätte man einen großen Dieselgenerator, der wäre deutlich effizienter, wohl bemerkt. Und das, was produziert wird, ne, das... Nee. Genau. Da war gerade die passende Aussage. Das, was produziert wird. Hier ist nämlich das Problem. Einmal geht's hier rein, was ja selbstverständlich ist, da wir Gummi brauchen. Dann hier. Problem kriegen wir ganz einfach gelöst. Wir haben hier noch eine Leitung über diese hier, die drehen wir einfach. Warum die vorher auch immer nicht gedreht war, da muss sich mal wieder irgendeiner verklickt haben, kann ja nicht gewesen sein. Auf jeden Fall wird eine Hälfte gelagert und die andere Hälfte geht in die Generatoren, sobald hier was durchläuft.
sobald wir Öl bekommen. Ist schwierig gerade. Ich sehe unser System, das System gerade zusammenbrechen, es kollabiert gerade durch diese Produktion. Fehlende Produktion. Was war die Füllung gerade? Die Tankfüllung 150. Einmal Reserve ist. Okay. Einmal Reserve sollte schon da sein. Ne? Fällt der aus, fällt die komplette Produktion hier aus. Das fällt ja nun schon mal völlig aus, das geht nicht. Andererseits. Stück gut, Stück gut. Frachtdepot. Gibt noch ein größeres Frachtdepot. Würde mir natürlich deutlich besser gefallen als dieses kleine hier. Ja, okay. Rum sagt er mal wieder. Aber jetzt kommt immerhin wieder Öl an. Ölleitung ist voll. Dampf ist da. Es zischt direkt durch. Wir bleiben jetzt mal drauf. Ich muss das sehen. Das kann abfließen noch komplett, ja? Ja, kann komplett abfließen bis zur nächsten Produktion. Das haut ebenfalls alles hin. Jetzt auf einmal haben wir einen Abfall, einen Druckabfall, klar, weil nichts da ist. Jetzt geht's durch die Spritleitung. Zack. Hierher. Hier wird's halbiert. Auf die Generatoren verteilt. Aber auch ein Teil haben wir hier Richtung Tankstelle. Der andere Teil fließt Richtung Gummiproduktion. Brauchen wir ja auch. Da kommen wir ebenfalls nicht drum herum. So. Eure Priorität steht natürlich für die Stromproduktion auf 1, denn ohne diese Pumpen können wir keinen Strom produzieren. Können wir keinen Strom produzieren. Müssen wir darauf achten, dass die Prioritäten auch hinhauen. Das mit dem Wasser hier funktioniert sehr gut. Wird auch gebraucht. Vielleicht brauchen wir sogar noch mehr. Höchstwahrscheinlich. Ach Mann, ich hasse diese Problembewältigungsfolgen, ey. Das ist scheiße. Das nervt mich ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge reingehauen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es schreckt euch nicht ab, ne, wenn wir auch mal wirklich in die, oder wieder mal in die Konfliktbeseitigung gehen müssen. Strom ist ein Ding. Aber wir haben ja eigentlich auch zwei Frachter, aber wir können diese nicht nutzen. Sehr schade. Will keinen Landanschluss haben. Natürlich freihalten, dass der Kollege rangieren kann, ganz klar.
Ja, vielleicht müssen wir da dann hier einfach mal was ändern. Das machen wir. Nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen. Bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Und in der nächsten Folge versuchen wir hier mal ein bisschen mehr Öl ranzukriegen. Keine Frage.